Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Verfolge Teamfight Tactics. Wir spielen wieder Schicksale, so heißt das neue Set. Oder auch nicht mal neu, es gab ja schon einen Inhaltspatch. Aber für mich ist es neu. Und ich glaube, wir sind jetzt sogar in Bronze aufgestiegen. Bin der Meinung, man konnte das immer mal sehen. Vielleicht am Rahmen. Hier sieht man Bronze 2. Aber man kann sich den Rahmen offenbar noch aussuchen. Aber ich dachte, das war immer sichtbar. Und spielen hier gegen Lemon Cola, Shark X83, Uima, Shuzuhiro Kifuya, Miguel, Tsushima's Fate und so weiter. Also alles hier noch. Ich weiß nicht mal, ob das Bronze ist oder noch Eisen. Aber ja. Letzte Runde hat ja ganz gut mit den Kultisten geklappt. Aber ich würde gerne in dieser Runde irgendwas anderes vielleicht ausprobieren. Aber man muss ja gucken, was kriegt man für einen Auserwählten. Und man könnte auch da mal schauen, was bringen diese goldenen Diener. Hier, guck mal, der sieht doch nach diesem Glückspilz aus. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Probiere ich vielleicht gleich mal aus. Aber ich weiß nicht, ob das was taugt. Ich glaube, das ist diese Glücksgeschichte da. Plus Hüter. Raufbeutel und Glückspilz. Genau. Ein Sieg. Aufbeutel, okay, mehr Leben. Aber hier ein Sieg. Gegen einen Spieler gewährt zusätzliche Kugeln. Je länger du ohne Kugeln geblieben bist, desto größer ist die Belohnung. Das heißt, man kriegt mehr, wenn man gewinnt. Aber auch nur gegen einen Spieler. Okay. Er leidet 15%, 15 Schaden weniger aus seinen Quellen. Erleuchtet die Duellant. Oder gehen wir auf Duellanten. Erleuchtet. Erleuchtet haben wir auch noch nicht gemacht. Aber wir haben auch kein Geld. Aufbeut. Können die Erleuchteten nicht auch höherwertig sein? Vielleicht ist es auch gut zu warten. Kriegsfürst erleuchtet wieder Glückspilz. Das Essen ist bereitet. Aber jetzt haben die mehr Leben. Duelland. Göttlich gibt es auch. Dämmerung gab es auch. Ach, ich weiß es nicht. Garen, Frontkämpfer, Kriegsfürst auf Level 2. Man kriegt noch relativ viele Auserwählte. Die Fähigkeit ist die gleiche. Er ist einfach nur ein krasser Tank. Oh, das sieht da ganz gut aus. Nope.
Ach, keine Ahnung. Eine Klinge. Eins. Protest, Hüter, Verband, Duelland. Eine Klinge, ein Zweck. Wieso gibt denn Kennen 3? Ist der auf Stufe 2? Nee. Vor allem für Glückspilz muss man auch erstmal einen blauen haben, ja. Nee, so richtig komme ich hier noch nicht auf ein. Ich werde Furcht sehen. Da machen wir das so. Keine Ahnung. Verkaufe ich Ken mal? Wokon kann eigentlich auch weg. Ich guck mal, was die anderen haben. Die anderen haben göttlich leuchtet, erleuchtet, mondlich, Frontkämpfer, Duelland, Duelland, Aufbeut, Duelland, Krieg. Also Dämmerung sehe ich nicht und Kriegsfürst sehe ich nicht. Niemand weiß, ob er aufwachen wird. Das finde ich auch interessant. Das ist doch auch Glückspilz. Oder? Ja, der ist schon mal weg. Das wäre Kriegsfürst. Auch weg. Ein Pfannenwender wäre ja gut. Weil vielleicht kriegen wir damit noch einen Glückspilz. Wenn ich jetzt noch wüsste, mit was man es kombinieren müsste. So, noch ein Kriegsfürst, und zwar Garen. Kultisten, Mondlich gibt es auch. Ninja. Überzeugt mich nicht. So, Ahnenholz kriegen wir dadurch oder Kriegsfürst? Kriegsfürst. Aber wenn, dann müssen wir wirklich bald mal auf Kriegsfürst umsatteln. Was hat denn der hier? Kriegsfürst, Duelland, göttlich Glückspilz. Ach, ich hätte noch verkaufen müssen. Da noch ein Kriegsfürst. Ja, so auch noch. Duelland, Duelland. Boom. Okay. Und dann würde ich sagen, machen wir den zum Kriegsfürsten. Komm. Dann gehen wir Kriegsfürst, alles klar. Du kannst also auch weg. Weg, weg.
jeder siegreiche Kampf, an dem sie beteiligt sind. Das Problem ist, wir müssen gewinnen. Ahnenholz braucht keiner. Gutes Duland braucht keiner. Natürlich jetzt alles Nahkämpfer. Glückspilz. Das ist noch ein Duelland. Nehme ich vielleicht Kalista noch rein. Kriegsfürst Duelanden. Bin noch nicht ganz sicher. Aha. Diesen schlechter, das war zähiges Herold. Noch ein Duelland. Ich würde erstmal den rausnehmen. Brauche ich nicht. Der schießt hier von hinten ab. Ah ne, um Verband muss einzeln sein. Stopp. So. Weil dann kriegt er extra Schild. Aha, und dann hat er weggemacht. Er muss also nur richtig... Dann nehmen wir nochmal die Duelland mit rein hier. Und der Bonus wird natürlich dann höher, okay. Gutes ist da nicht so interessant. Kriegs Fürst Meisterschütze Niederlee. Okay. Niederlee behalten wir mal noch. Aber vier Duellanten finde ich halt auch schon mal gut. Ah, der steht natürlich gut hier, ja. Ah, der macht dann auch viel Schaden. Kalista macht ordentlich Schaden. Könnte man vielleicht auch mit Runas Wirbelsturm kombinieren. Xin Zhao. Ja. Frage ist, wie stehen wir denn gerade? Oh, relativ weit unten, aber jetzt müssen wir noch kein Item hinpacken. Ansonsten gefällt es mir eigentlich ganz gut. Zweiter Verband, da wäre auch nicht verkehrt. Aber unsere Frontlinie geht auch schnell weg. Das ist natürlich nicht so gut. Stellt euch vor, ich hätte eine richtige Waffe. Eifer des Duellanden, okay. Was nehme ich denn da? Hier, der. Das ist doch wieder Kriegsfürst und den könnten wir auch zum Duelland machen, oder?
Ich würde sagen, ja. Jetzt kommen natürlich die Glückspilze. Einfach ein Kriegswurst. Und den können wir zum Duolente machen. Oder zum Kriegsfürsten. Und dann könnten wir die auch zum Kriegsfürsten machen. Leben und... Ich muss mir noch was mit meinen Auserwählten überlegen. Kriege ich hier gar keinen mehr. Göttlich. Nee. Will ich alles nicht haben. Sechsmal verloren. Vor allen Dingen bringt mir der 6er Bonus bei Kriegsfürst nichts. Das einzige Schöne ist, wenn der Fähigkeitsschaden erhöht wird. Eieieiei. Nochmal Kriegsfürst, nochmal Kriegsfürst. Ich würde sagen, das stehen sie jetzt ganz gut durch. Mal gucken, was wir noch kriegen. Und wir hätten ja noch mit Nidalee den 6. Kriegsfürsten parat. Die wirft ihren Speer auf das am weitesten entfernte Ziel. Okay. Ja, das war easy. Go, so, Java noch. Javan haben wir. Dann immer so. Wenn der Träger der. Ja. Ja. Und so. Und so. Gefällt mir gut. Aber noch nicht stark genug. So, jetzt muss ich mal konzentriert hier nach was Vernünftigen suchen. Nee. Ach, das sind keine vernünftigen Erleuchteten. Kultist braucht doch keiner. Geistjäger, noch ein Kriegsfürst. Noch ein Kriegsfürst. Wen haben wir denn jetzt hier alles? Ich finde mein Team ja gar nicht so schlecht. Hat ja ein paar interessante Sachen. So, zack. Und jetzt haben sie ihr Upgrade bekommen, oder? Jetzt haben sie alle mehr Leben bekommen. Ah, sie müssen aber überleben, kann das sein?
So, Garen. Komm, jetzt hier, wo haben wir da? Ich bin bereit. Nidalee rein. Oh, und dann machen wir erstmal zwei hier noch hoch. Ja. Das war schön. Oh, was war das denn für ein Wachgeschütz? Und auf Level 4. Holy moly. Das ist also Mondlicht. Da, der macht doch hier Kriegsfürst oder sowas. Legendärer Diener. Entweder ist der Duellant oder Kriegsfürst. Oder? Sieht aus wie so ein Vogel. Das ist hier der Kriegsfürstvogel. Wirklich Raufbeut brauche ich nicht. Kriegswirt, düster Kaiser. Den könnte ich denn rausnehmen? Irgendeinen Kriegsfürsten. Nidalee vielleicht erstmal oder Xinjiao. Ich dachte, man sieht die Seltenheit besser. Sandwächter. Die über auf dem Berg, sie können nicht bewegen oder angreifen und sterben, wenn ihr Kaiser stirbt. Aha. Niederlehne nochmal. Ich den hier hinpacke. Was machen die denn noch? Aber sie stören den Gegner, okay. Das war nicht gut. Was macht er noch? Oh, nicht gut. Na, so richtig überzeugt mich das hier noch nicht. Kalista hätte ich gerne drin. Verkaufe ich mal Nidalee. Beendet ihre Träumerei. Das fand ich ja gar nicht so schlecht. Na hier, ich brauche. X für Scarron, okay. So, Nidalee rein. Ich bin bereit. So, was kann man dem hier eigentlich geben? Sonnenfeuerumfang, frohes Herz, der Stille. Oh, Sonnenfeuerumhang. Oh, was müssen wir mal machen? Hand der Gerechtigkeit, normale Angriffe und Fähigkeiten. Also auch auf dem Duell landen würde ich das packen.
Vielleicht auf den Kollegen hier sogar. Ja, ja, so macht nämlich eigentlich ganz gut Schaden. Also der Kaiser überzeugt mich auch noch nicht so richtig. Oh, wir haben sogar Hüter. Hüterbonus. Während sich selbst und allen in der Nähe 8 Sekunden. Dann müssen wir das nochmal besser aufteilen. Ja. Dämmerung, Magier, Cortez, tralala, brauchen wir alles erstmal nicht. So, Hüter einmal hier, Hüter zweimal da, würde ich noch tauschen. Ja. Kriegen alle erstmal ein Schild. Ja, das war schön. Das war. Xin Zhao macht auch, hat auch gut Schaden gemacht, aber es macht am Ende jetzt wirklich Kalista. Okay. Ah, was nehme ich? Ja, den. Ezrael hat aber eigentlich was anderes gemacht. Das Blöde ist, dass wir den Auserwählten nicht so richtig reinholen. Arnolds Illusionist, okay, brauchen wir nicht. Prozent seines Angriffsschadens. Bist du Land und Kriegsfürst? Du Land und Kriegsfürst. Dann würde ich sagen so. Tada, war weg. Das lief jetzt gar nicht. Warum nicht? Riven hat uns weggemacht. Ne, Mystika braucht keiner. Kriegsfürst Katharina. Mir hat gar nicht aufgefallen. Glückspilz und Kriegsfrost, auch nicht schlecht. Aber wir müssen halt gewinnen, ja. Wo sehe ich denn, welche Stufe die haben bei Kriegsfrost? Eieiei, mach sie weg.
Da, Asir. Ich würde sagen, Nidalee kann raus. Asir kommt rein. Nein. Doch. Nein. Ach, Asir war der Kaiser. Jetzt brauche ich doch noch mal eine Katharina. Oder so. Damit. So raus. Wie haben wir noch? Holen wir wie jetzt Kriegsbeut rein? Und den Umhang. Ach, weißt du, machen wir lieber so. Das sind ja die beiden daneben bei Zickes für den allen Verbündeten innerhalb von einem Feld. Okay. Und was macht der? In derselben Reihe. Ach so, war noch daneben. Göttlicher Duellant. Nehmen wir vielleicht auch mal mit. Ich habe einen Duellanten, den wir rausschmeißen wollen. Duellant, Duellant. Hier, göttlicher Duellant. Tausch mal aus. Kriegsfürst ist auf 9. Xin Zhao. So, so. Katharina haben wir ja noch drinne. So. Der hat auch Fernangriff. Asir hat ja einen Fernangriff. Bin ich. Und ich stelle ihn dann in die erste Reihe. Ich bin ja auch ein Depp. Komm, mach sie weg. Mach sie weg. Nein. Mach sie weg. Au. Nein. Ja. Schade, schade. Ging irgendwie nicht so richtig auf. So spät. Auch erst die Kriegsfürsten auf 9 bekommen. Ansonsten ganz cool. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Teamfight Tactics. Bis dahin, euer Nerosud.